Willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon. Another Story, so hieß das Spiel. Und wir sind immer noch mit Amy in den Alpen unterwegs. Und mal gucken. Hä? Warum leuchtet das säulsiedes Stein der Dunkelheit? Er ist verstrahlt. Du bist also doch aufgetaucht, Sailor Merkur. Wer bist du? Du wirst schon bald tot sein, darum gibt es keinen Grund, dir meinen Namen zu nennen. Ich werde dich töten, Sailor Merkur. Nein! Das wirst du nicht. Mal gucken. Nabu heißt die Person. Ich habe ihren Namen erraten. Mal gucken, wie viel wir mit einem Schlag machen. 57? Sie macht 1. Wie viel machen wir ihr mit einem... mit einem Wasserstrahl? Gucken wir mal. 143. What? LOL. Mein Hassgegner. Ich wusste, dass der kommt. So. Ich glaube, wir sind gut ausgerüstet in diesem Kampf. Wir haben ein Puzzleteil hinzubekommen. Du bist verdammt hartnäckig. Tatsächlich. Apsu hat mich davor gewarnt. Aps. Ist das der Name deiner Anführerin? Was soll ich tun? Was soll ich antworten? Im Interesse unseres Vorhabens sollte ich dich töten. Wieso tust du das? Was ist dein Ziel? Unser Ziel? Unser Ziel ist... die Macht über den Silberkristall aus dieser Welt zu übernehmen und ihn für unsere Zwecke zu nutzen. Na, wie findest du das? Ist die Kraft des Silberkristalls nicht eine wundervolle Sache? Wissenschaftler konnten seine Kraft nicht verstehen. Aber wie kann eine solche Kraft, die die Wissenschaft nicht versteht? Wie kann sie diese Welt beschützen? Ich frage mich... besorgte Menschen. Aber woher kam diese Stimme? Ihr stellt die Kraft des Silberkristalls in Frage? Der Silberkristall? Ja, gewiss. Er hat eine solch erstaunliche Kraft. Aber eine solche Kraft kann niemals ewig bestehen bleiben. Leider weiß niemand, wann seine Kraft zu Ende geht. Ich habe in letzter Zeit auch dasselbe gedacht. Ja, was du sagst, ist wahr. Dieses Wunder kann niemals ewig andauern. Ich bin auf der Suche nach Leuten wie dir. Nabu schließt dich uns an. Und wir werden herausfinden, wie die Kraft des Silberkristalls funktioniert. Ja, und was man mit dieser Kraft machen kann. Ja, ich werde mit euch gehen und euch helfen, euer Ziel zu erreichen. Es sind Außerirdische und sie wurden weggebeamt. Unser Ziel ist, den Silberkristall von dir zu bekommen. Ich werde bis zum Schluss weitermachen. Okay, ich bin mal gespannt. Das letzte Mal, als ich diesen Kampf hatte, hat er 20 Minuten gedauert. Schauen wir mal, wie lange er jetzt dauert. Wasserstrahl. Smash. 31. Okay, der Eissturm hat nichts gebracht. 33. Also, Schaden mache ich zumindest ein bisschen scheinbar. 41. Giftnebel. Du hattest mich noch davor... 33! Wie viel machen die normalen Angriffe? 12. Sie macht 2. Okay. Wegschlafende. Halt, Kotelett. Probieren wir es mal mit Kotelett. Nichts geschieht. Das ist... Schitte. Eisscherben. Viel von Gletscher. Halt 4 EP.
löst die Verzauberung. Viele Belebungen im Kampf und halt 200 Lebenspunkte. Probieren wir es erstmal mit der Wundsalbe. Bringt die was? Nö, die bringt auch nichts. Kann ich ihr einfach Lebenswasser geben und sie ist dann... Ja, das funktioniert. Giftnebel ist ziemlich egal, weil sie ja schon vergiftet ist. Okay, es wird wieder ein langer Kampf. Aber ich glaube, ich mache diesmal doppelt so viel Schaden wie sie. Wichtig ist nur, dass wir relativ zügig auch... Okay, ich muss einmal noch draufhauen und jetzt sollte ich auf jeden Fall irgendwas zu mir nehmen, um meine Lebenspunkte zu regenerieren. Ja, komm, nehmen wir Lebenswasser. Das ist zwar total die Verschwendung, weil wir damit Leute auf, also Tote erwecken können. Aber okay, passt schon. Ich glaube, ich werde wohl mit... Nee, das hat nicht funktioniert mit den Kotlets. Ich werde mir eine Eisscherbe reinpflücken. Oder vielleicht sogar mehrere. Ich glaube mehrere. Mehrere klingt gut. Damit kann ich mir nämlich meine EP wieder auffüllen. Von dem man nur maximal 12 hat. So. Jetzt nehme ich mir einfach eine Nigiri-Sushi-Box. Njom. Was man halt so im Kampf macht. Einfach mal irgendwie ein Büschel schnecken. So, und jetzt kann ich nämlich wieder mit Wasserstrahl irgendwas um die 30 Schaden machen. Glaube ich. Ja, 31. Das ist schon ein bisschen besser. Giftnebel ist eher so, ja okay, shit happens. Bringt nichts, wenn Amy schon vergiftet ist. Yes! Besiegt! In unter 20 Minuten! High five! Ja, das war schlecht. So. Yay! Und Merku kriegt ein Level up. Wow, sogar voll regeneriert. Nice! Wie hast du meinen Angriffen abgewehrt? Ich habe keine Lust mehr, in diesem kleinen Raum um den Stein zu kämpfen. Dass du diesen Stein bekommst, wird überhaupt kein Hindernis für uns sein. Denn es wird dir nicht gelingen, alle Steine rechtzeitig zu bekommen. Nergal ist auch noch da. Wenn sie dich auffällt, wirst du Tuxedo-Mask nie mehr heilen können. Sailor Merkur, dieser Kampf ist noch nicht vorbei. Warte! Wusch! Nabu ist weg. Sie ist wirklich eine starke Gegnerin. Yay, ich habe Zeusidestein des Lichts bekommen. Ich muss jetzt nach Japan zurück. Es ist sinnlos. Ich werde Hans nie mehr treffen können. Wenn ich Hans wiedersehen würde... Es tut mir leid, Hans. Warte, bis ich wiederkomme. Wichtige Freunde warten auf mich. Ich kann nicht zu jedem zurückkehren, aber... Eines Tages werden wir uns wiedersehen. Leb wohl. Miau, miau, miau. Miau, miau. Ja, ich möchte abspeichern. Danke, Luna. Oh, geil. Wir spielen als nächstes mit Sailor Mars. Und befinden uns dann sozusagen im nächsten Abschnitt oder sowas. Also, das ist die Stadt Lhasa. Der Stein, den ich zu Mamoru bringen muss, ist irgendwo hier in der Gegend. Hä? Huh? Hä? Huh? Was war das?
Ich spüre einen plötzlichen Anstieg böser Energie. Ich frage mich, woher das kam. Nicht von hier. Wer bist du? Auch nicht von dieser Person. Irgendwie sieht dieser Tempel ein bisschen... Ich sollte ihn erstmal untersuchen. Kapitel 2, die Suche nach den Steinen. Das hatten wir doch schon. Aber es soll uns nochmal erinnern, dass wir in Kapitel 2 auf der Suche nach den Steinen sind, vermutlich. So, hier ist Speicherpunkt. Das ist doch super. Möchte ich speichern? Jo. Dann sind wir zumindest... Dann überspringen wir zumindest beim nächsten Mal diesen Punkt. Und... Ach, Stufe 6 ist so witzig. Accessoire, Sailor Mars. Ausrüstung. Wir geben ihr hier gleich nochmal... Diadem. Armreif. Und Diadem. Genau, damit sie zumindest schon mal ein bisschen Ausrüstung hat. Vermutlich wird sie im Laufe der, dieser kleinen Questreihe hier auch nochmal was bekommen. Aber egal. Gucken wir uns hier erstmal um. Gibt's hier irgendwas zum Sammeln? Nö. Keine Truhen. Hey, was geht denn hier ab? Okay. Hier ist nichts. Was haben wir hier? Oh, cool. Mönchstatuen. Ich würde fast behaupten, Sailor Mars ist in Nepal. Oh, look at this. Das ist... Dieser Anstieg böser Energie muss von diesem Juwel kommen. Aber warum ist etwas so Böses in einem heiligen Tempel wie diesem? Hey! Was machst du da? Dieser Raum ist gesperrt. Oh, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur dieses wunderschöne Juwel betrachtet. Jedenfalls werde ich jetzt gehen. Du. Halt, du verdächtig aussehende Person. Verdächtig? Du hast wohl versucht, unseren wertvollen Stein des Gemetus-Rubin zu stehlen. Den Gemetus-Rubin zu stehlen. Stirb! Nein! Okay, zerstöre A und B. Meinetwegen. Schauen wir mal. Flammenscheiben. Gehen auf alle Ziele. Feuerringe. Schmack. What? Habt ihr gesehen, wie viel Schaden die gerade gemacht hat? What the fuck? Hast du sie gleichzeitig gelernt? Nein, die Stufe 6? Das waren Dämonen? Wieso sollten Dämonen hier sein? Hey, du da, was machst du da? Deine Freunde töten? Boah, noch mehr von denen? Du wärst nicht hierher gekommen, würdest du nicht etwas wollen. Raus mit der Sprache. Ich bin nur hergekommen, um etwas Böses aufzuhalten. Was zum? Ich kann mich nicht bewegen. Was? Dieser Stein... Jetzt! Tu es! Ha! Perfekt! Es ist hoffnungslos. Ich kann nicht einmal klar denken. Meine Freunde, es tut mir leid. Das war's. Aufhören! Oh ja! I'm the Ninja Guy. Wer ist das? Bist du in Ordnung? Jedite? Aber ich habe den Stein noch nicht bekommen. Warte. Bist du nicht... Wer bist du? Mein Name ist Farek. Wie heißt du? Mars. Mein Name ist Sailor Mars. Es ist hier zu gefährlich. Du solltest besser hier weg. Oh.
Und das, wachen die jetzt alle mal auf? Sind die irgendwie mal erst bewusstlos und wachen dann auf und retten dann die Welt oder so? Ist das jetzt so ein Sailor Moon-Ding? Muss das so sein? Weiß nicht. Ist das immer so bei den Sailor-Kriegerinnen, dass sie erstmal ohnmächtig werden und dann irgendwo aufwachen und dann die Welt retten? Okay, die sind häufiger gestorben, aber ohnmächtig werden ist ja nicht sterben. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Ich meine... Keine Ahnung, wir haben ja noch zwei vor uns. Wir können das ja nochmal ein bisschen verfolgen. Was ist das für ein Ort? Ich würde sagen, eine Holzhütte. Bist du zu dir gekommen? Ich habe mir Sorgen gemacht. Du bist plötzlich einfach zusammengebrochen. Das ist mein Haus. Ach, so ist das. Vielen Dank. Gut, ich muss zum Haus des Ältesten. Bitte ruh dich noch etwas aus. Das hat bei Sailor Merkur auch nicht funktioniert. Die wird jetzt durch die Gegend laufen und dein Haus plündern. Für einen Moment dachte ich doch tatsächlich, dass Farek wie Jedi so aussieht. Es war wohl nur meine Einbildung. Okay, erstmal gucken. Gibt's hier Loot? 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 Hier gibt's einfach keinen Loot. Wie arm sind diese Menschen hier? Scheinbar sehr. Gibt es hier wenigstens irgendwo etwas, wo ich mir Anti-Gift oder sowas zusammen kaufen kann? Das wäre spitze. Nee, hier gibt's nur was, wo ich schlafen kann. Also ich habe hier einen Freund in diesem Dorf und ich darf nicht in seinem Haus schlafen. Stattdessen muss ich Geld dafür ausgeben. Wertvolles, zusammen erkämpftes Geld. Frech. So, hier gibt es aber Gegenstände. Willkommen! So, ich würde ganz gerne was kaufen. Und zwar... Diadem haben wir schon. Armreif haben wir auch schon. Moment. Nee, haben wir schon. Lippenstift. Für schöne Lippen. Sushi, Jagersuppe, heilt alle HP, nahrhafte Jagersuppe. Lippenstift, heilt 3 EP, Heilbart, entfernt schlechte Stati. Das ist doch super. Wie viel können wir davon nehmen? Komm, nehmen wir gleich mal 50. Wir haben's ja. So, 30 HP ist Blödsinn, heilt alle HP, kostet auch nur 500. Ja, komm, Schnäppchen. 50. Das ist ja... Jetzt geht hier der Easy-Mode los. Wir haben so viel Kohle, dass wir uns hier einfach mega fett ausstatten können. So. Vielleicht können wir hier so ein bisschen Sachen verkaufen, damit unser Mondstein heilt 120 Lebenspunkte. Nö. Den können wir wegwerfen. Den braucht keiner. Nee, ich glaube, das soll eigentlich eine Mondscherbe sein. Aber... Ne, hier steht Mondsche und oben steht Mondstein. Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler an der Stelle. Aber lustig wär's. Hey, Sailor Moon. Ja? Ich hab deinen Mondstein verkauft. What? Okay, gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Okay, wir müssen zumindest schon mal keine kranke Person retten. Das ist zumindest schon mal etwas Tolles. Was haben wir hier? Achso, hier sind wir aufgewacht. Von hier kamen wir. Die Häuser sehen alle so massiv gleich aus. Was haben wir hier? Nichts. Also okay, was auch immer diese Leute hier tun, sie sind zumindest nicht im Haus. Das ist schon mal gut. Dies ist das spirituelle Dorf Jager, in dem es wichtig ist, ein reines Herz zu haben. Okay. Die Atmosphäre hier ist sehr dünn, also kann es gefährlich werden, bis du das Ende deiner Reise erreichst. Ich werde die ganze Zeit geknutscht, das ist süß. Bereite zuerst dein Herz vor und beruhige deinen Atem. Okay. So, wer bist du? Machst du Suppe? Ich experimentiere mit Suppen und ihren Zutaten. Ich möchte die beste Suppe kochen, mit der ich alle glücklich machen kann. Okay. Sehr nobel. Ich hätte ganz gerne auch Suppe. Ich glaube, ich mache mir noch Suppe. Noch nicht spät genug für Suppe. Was ist hier los? Was ist hier los? Aufmachen, Drogenfahndung. Bist du wie Jedite geworden? Was? Bist du wie Jedite geworden? Ist das ein Schrein, der Jedite anfeuert?
Ich weiß es nicht. Aber wir werden es noch herausfinden. Da bin ich mir ganz sicher. So, geht mal hier aus dem Weg. Ich bin Sailor-Kriegerin. Das Gute und das Böse. Manchmal verstehe ich beide Seiten nicht. Aber es gibt nur eine Wahrheit. Jedite sagte immer, wer mit dem Herzen sieht und nicht mit den Augen, wird alles verstehen. Aha, das hat der Jubelmann gesagt, ja? Hallo, ist jemand zu Hause? Ja, da ist jemand. Farek bittet den Ältesten, das Dorf zu verlassen. Du solltest jetzt gehen. Okay. Ist er hier? Fühlst du dich nun besser? Sie sind Jager, der Älteste des Jagerdorfes. Richtig? Dank Ihnen geht es mir viel besser. Vielen Dank. In der Tat, aber warum warst du ein Mädchen ganz alleine an diesem Ort? Ich kann dir meine Gründe nicht nennen, aber vielleicht, vielen Dank für deine Hilfe. Entschuldigt, wenn ich unterbreche, aber es gibt etwas, das ich wissen muss. Ja? Natürlich, ich verstehe. Wieso bist du hierher gekommen? Jemand, der mir viel bedeutet, ist sehr krank. Für seine Heilung ist ein Stein, der Jedite-Stein des Lichts heißt, notwendig. Farek, hast du je von so einem Stein gehört? Nein, aber vielleicht könnten wir den Hohepriester im Takra-Kub-Tempel fragen. Wo ist Takra-Kub-Tempel? Das war der Tempel, in dem du vorhin warst. Oh. Was? Der Tempel von vorhin? Ich will wirklich nicht dahin zurück. Aber es geht nicht anders, stimmt's? Die geht mir nicht aus dem Weg. Was zum Henker? Was soll das? Frauen können da nicht alleine hineingehen. Aber ich bin alleine. Warum hörst du nicht auf mich? Ich könnte an deiner Stelle gehen. Es ist zu gefährlich für dich. Der Feind würde nicht zögern, dich zu töten. Du bist wirklich stur. Es wäre viel einfacher, wenn du auf mich hören würdest. Weißt du überhaupt, wie die Hohepriester aussehen? Die sind, ich weiß es nicht. Es könnte gefährlich werden, aber würdest du mit mir gehen? Oh je, du hörst nie zu, nicht wahr? Das ist richtig. Ich will diese Kiste haben. Gib mir diese Kiste. Da ist eine Kiste. Ich will die. Ich brauch die. Ein Nietzes. Das ist keine unvernünftige Idee. Farek, ich verlasse mich auf dich. Okay. Ist das jetzt gut? Dürfen wir jetzt in den Tempel rein? Haben wir hier Kisten? Gehst du jetzt? Nur keine Hektik. Okay. Wie dem auch sei, dann gehen wir halt eben nochmal in den Tempel rein. Wo auch immer dieser Tempel war. Wo war dieser Tempel? War der hier? War der hier überhaupt irgendwo in der Nähe? Gehört der zu diesem Dorf? Ist der Tempel irgendwie verschwunden? Okay, dann gehen wir halt eben hier lang. Aha, Gegner. Der Gesen. Der gute alte Gesen. Mit dem habe ich auch mal meinen Boden sauber gemacht. Ich bin mal gespannt. 15 Schadenspunkte. Und normale Hits? 6. Okay. Es ist wieder das gleiche wie vorher auch. Was macht denn die Feuerschlange? Wie viel Schaden macht denn die Feuerschlange? 18. Okay, aber die Gegner sind zumindest einigermaßen angepasst. Das heißt aber auch, kleiner Moment, wo muss ich denn hier jetzt eigentlich genau lang? Mir hat keiner gesagt, wo dieser Tempel eigentlich ist. Feuerringe, Flammscheiben auf mehrere. So, das mache ich. In der Hoffnung, dass wir damit die Gegner besiegen. Sieht nicht gut aus. Aber wir haben auch wieder
unglaublich wenig Lebenspunkte. Und so weiter. Und die Verteidigung ist auch eher so mittelmäßig. Ah, aber Mars hat nochmal ein Level abbekommen. So, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Hier ist eine Höhle. Ich glaube, das ist nicht der Weg, den wir eigentlich gehen wollten. So, mal gucken, wie viel Schaden jetzt die Angriffe machen. 12. Okay. Wir machen hier einfach erstmal ein bisschen weiter. 8. Oh. Nee, das bringt so nichts. Wir machen das mit den Feuerringen. Ich glaube, die machen ein bisschen mehr. Vor allem jetzt, wo wir ein Level up hatten. 20-20. Ja gut. Das ist schon deutlich. Ja. Definitiv. Also ich finde dieses Aufleveln hier in einem gewissen Maße anstrengend, weil diese Steigung ist halt eben echt seltsam. Also dieses Aufleveln, erst macht man gar keinen Schaden und im nächsten Moment macht man einfach übertrieben viel Schaden. So, und wieder ein Level up. Zumindest geht das relativ flott. Ich bin mal gespannt. Okay. Hier ist nochmal gegen. Aber hier gab es den Weg nochmal links lang. Ich habe ihn jetzt endlich gefunden. Smack. 25. Okay, der muss irgendwas zwischen 25 und 40 Lebenspunkten haben. Das wissen wir zumindest schon mal. Ist jetzt hier der Tempel? Aber ich glaube, die haben beide irgendwas zwischen 25 und 40 Lebenspunkte. So. Burn! So, zumindest geht das jetzt, also geht das Bekämpfen dieser Gegner ziemlich schnell, dadurch, dass sich die EP vor einem Kampf immer wieder auffüllen. Ah, das sah doch schon viel besser aus. Moment. Ah, ja, okay, das ist jetzt das andere Dorf. Vor kurzem hat ein Eindringling den Takrakub-Tempel betreten. Habt ihr diese Person zufällig hier gesehen? Nee. Wirklich? Nun, wenn ihr sie findet, tötet sie für uns. Okay. Nein. Gibt es hier noch irgendwo einen Händler oder sowas? Händler, irgendwas zum Einschlafen? Ja, es gibt einen Händler, sehr gut. Weil ich frage mich halt eben auch die ganze Zeit, ob es nicht irgendwie nochmal neue Gegenstände gibt, die wir davon nehmen können, aber irgendwie. Nö. Heilt, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Starkes Aroma. Wir nehmen es einfach mal mit. Ich weiß nicht, was es tut, aber dann haben wir es zumindest einmal. Für den Fall der Fälle. So, du bist so cool, weißt du das? Okay, danke. Den Typen mag ich. Der ist nett. So, was mit dir? Außerhalb des Dorfes ist es gefährlich. Dort befinden sich sehr viele Monster. Das ist kein Problem. Gibt es hier irgendwo einen Ort, wo man gegebenenfalls schlafen kann? Ja, hier gibt es einen Ort, wo man schlafen kann. Perfekt. So, aber wir gehen hier jetzt rein. Wir wissen ja eh, dass wir dort oben direkt abspeichern können. Und das machen wir auch. Und an dieser Stelle mache ich dann auch einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Sailor Moon Another Story. Und auch für den Stream danke fürs Zuschauen. Es wird nicht mehr viel passieren. Deswegen schön, dass ihr dabei wart.